Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier in einer schönen, weißen, naturell farbene Jotte. Über diese Jotte möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar ist die eigentlich niegelnagelneu, hat aber schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Es ist eine Sonderanfertigung, nicht aus Baumwolle, sondern aus Polyester. Der Hintergrund ist, dass ein Waldkindergarten sich gern als Schutzraum eine Jurte aufgebaut hätte. Und gerade wenn ich sehr nah am Wald bin, ein feuchtes Mikroklima habe, dann ist Baumwolle nicht die erste Wahl, die ich für ein Jurtedach verwenden sollte. Wir haben also zusammen mit Tortuga dieses weiße Dach in Polyester nach dem Schnitt von der Baumwolljurte auch gefertigt. Vom Verbindungssystem zu der Seideplane ist das Schlinge- und Öse-System, also kein Knopf- und Knopfloch, sondern Schlinge und Öse, die ich an diesem Dach befestigen kann. Und damit hätte eigentlich alles gut sein sollen. Aber ihr habt mitgekriegt, wie die Wetterlage diesen Sommer war. Und die Jotte war kaum aufgebaut. Die stand dann in diesem Waldkindergarten, kam der erste Sturm über dieses Dach hinweg und hat einfach die Jotte eingedrückt. Das sind solche Fallwinde oder Extremwinde, die an diesem Zelt zerren, dass tatsächlich eine von diesen beiden Mittelstangen geknallt ist, und das hat dem Zelt natürlich dann den Rest gegeben. Es ist alles runtergebrochen. War insofern nicht weiter tragisch, weil tatsächlich außer dieser gebrochene Stange kein weiterer Schaden entstanden ist und das Polyesterdach die Kräfte gut aufgenommen hat. Und dann wenige Tage später im zweiten Anlauf in diesem Waldkindergarten diese Jotte auch wieder aufgestellt werden sollte. Und noch während diesem Aufbau kam ein Gewitterregen mit unermesslicher Niederschlagsmenge, und die Jotte war noch nicht richtig aufgespannt und alle haben sich nur noch Schutz gesucht. Und auch da stand halt dieses Zweibein in der Mitte und das Dach aus meiner Lesart noch nicht so abgespannt, dass der Starkregen auch wirklich ablaufen kann. Dann hat es vom Gewicht her dieses Mal das Ganze zusammengedrückt. Wieder ist eine Stange gebrochen, also glücklicherweise ist nur eine Stange, weil die ist das Billigste an diesem ganzen Zelt. Wenn das Dach gerissen wäre, das wäre viel teurer geworden. Beim Dach hat es nur oben bei der D-Ringe für die Kette hat's einen Gurt gelöst, aber auch da hat eine Naht nachgegeben, aber das sind Sachen, die man sehr einfach reparieren kann. Das ist inzwischen auch wieder fachgerecht gemacht und ich habe nicht mal die Stelle gefunden, wo jetzt das Gurtband ab war. So gut hat Tortuga das auch nachgenäht. Jetzt war natürlich die Frage: Hält so ein Polyesterdach so eine immense Kraft, wenn sich Badewanne aus Wasser auf diesem Dach bildet, dass nachher die Hölzer zusammenbrechen, hält das Jotte-Dach das aus? Und da war ich jetzt gespannt, ob sich das Dach einfach nochmal sauber aufspannen lässt. Bei der Baumwolle habe ich die Erfahrung, dass ein Wassersack tatsächlich sehr zu Verzug führt. Das heißt, ich habe dann eine Wanne in diesem Dach drin. Und auch wenn der Wassersack draußen ist, bildet sich diese Wanne nur sehr langsam zurück. Und im Extremfall hat sich der Stoff so verzogen, dass diese Mulde nie mehr rausgeht und ich kriege dieses Dach nicht mehr sauber aufgespannt. Eben da war ich jetzt gespannt, wie sich dieses Polyesterdach verhalten hat. Und ich habe angeboten, dass Tortuga das Dach zu mir schickt und ich es erst dann wieder weiter Richtung Waldkindergarten gebe und ich hier einen Probeaufbau mache. Und diesen Probeaufbau, den habe ich hier bei uns im gegenüber vom Lade, ist ein Kulturforum, nennt sich das. Das ist ein kleiner Park mit historischen Gebäuden außenrum. Da habe ich jetzt einfach ein Jotte-Gerüst hergestellt, weil der Waldkindergarten baut auch mit Jotte-Gerüst auf. Da bin ich ein bisschen festgelegt von der Maße. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Variabilität aus dem Zelt rausgeht, dass ich quasi in der Horizontale schon mal ausgesteift bin und mir nur Gedanken darüber machen muss, dass das Dach in der Vertikale sauber abgespannt ist. Und
Deswegen habe ich beschlossen, jetzt auch mit dem Jottogerüst aufzubauen und nicht mit Zeltstange, weil wenn ich Zeltstange an der Ecke einsetze, dann kann ich natürlich jede ganz individuell mit der Abspannschnur wieder nach außen spannen. Das hat nur, wenn so eine Jotte das ganze Jahr steht, den Nachteil, Seile geben nach, Heringe geben nach, der Boden gibt nach. Das heißt, ich habe zu viele Variablen, als dass das Zelt immer korrekt aufgespannt ist. Deswegen das Gerüst, weil das macht schon mal den Umfang des Zeltes starr und nimmt viele Variablen raus, die mir beim Aufbau später Schwierigkeiten machen können. Hier kommt normalerweise einfach eine Zeltstange durch und da hat man irgendwann im Laufe der Geschichte dieser Plane entschieden, ich mache einen Lederbesatz unten drunter und dieses Loch hier, was am Werk drin ist, ist nur für den Dorn von der Zeltstange gedacht, die haben 6 mm. Jetzt haben aber die Jottegerüstteile 8 mm von der Stärke her, oder sogar 10 mm haben sie. Und da seht ihr jetzt, dass dieses Loch einfach sehr, sehr klein ist und es nur mit Mühe über den Dorn vom Jottegerüst drüber geht. Und von daher würde es sich empfehlen, dieses Loch einfach mit einem 10er Bohrer aufzubohren, dass ich hier besser durchs Leder durchkomme. Thank you.
Also, ich habe jetzt aufgebaut mit dem Jodelgerüst und stelle in der Tat fest, dass es an einer Stelle hier hinten, man sieht es im Detail, wenn man hinguckt, da war wohl der Wassersack, der das Gewicht runtergebracht hat. Das kann man also erkennen. Zum einen an der Verfärbung von der Plane. Man sieht, dass da so eine Lache drauf gestanden sein muss. Und man kann ein bisschen Verzug erahnen. Aber ich habe das Zelt jetzt so aufgespannt, dass ich überall eine ausreichende Dachneigung habe, dass das Wasser abfließen kann. Also überall habe ich Gefälle nach außen. Es gibt keine Stelle, wo sich Wasser stauen könnte. Auch nicht an der Stelle, wo dieser Verzug diesen Sommer dann auch war. Und ich laufe jetzt mal kurz rüber. Ich hoffe, ihr seht mich da noch oder ihr hört mich noch. Hört mich wahrscheinlich nicht mehr, aber ich erzähle es dann nachher. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wo ich kurz nach außen gedrückt habe. Da gibt die Plane in der Tat noch so ein bisschen nach, wenn ich an diesem Gerüst nach außen drücke. Aber es ist nicht so, dass sich tatsächlich eine Mulde bilden könnte an dieser Stelle. Also es läuft ab. Und ich könnte, wenn ich jetzt wirklich optimieren wollte, weil ich gehe davon aus, dass auch dieses Polyester mit der Zeit sich wieder in seine Ursprungsform zurückzieht, so wie es Baumwolle auch weitestgehend macht, dass ich vielleicht mit einer Abspannschnur, weil gegen Wind und Sturm sichern muss ich das Jodelgerüst sowieso. Das heißt, ich muss auch hier an jeder Ecke eine Sturmsicherung anbringen. Und da könnte ich jetzt in der Anfangstage tatsächlich einfach das Jodelgerüst an der Stelle noch ein bisschen nach außen ziehen, um das Ganze noch zuverlässiger zu machen. Aber ich hätte jetzt, so wie das Dach hier steht, hätte ich jetzt keine Sorge damit, in einen Gewitterregen zu gehen. Es wird alles abfließen. Natürlich ist so eine Jodde kein festes Gebäude, und wenn der Wind zerrt, wenn der Schnee drauf liegt, wenn sich das Laub drauf sammelt, wenn unglückliche Umstände zusammenkommen, dann kann es natürlich immer sein, dass so ein Zelt im Wetter auch nachgibt. In einem Zeltlager ist das keine Schwierigkeit, da bin ich dabei. Da kann ich einfach mal schnell die Mittelstange runternehmen zum Beispiel. Das wäre meine erste Wahl gewesen, wenn ich merke, aha, das Zelt ist nicht richtig aufgebaut, es kommt ein Starkregen, es gibt Wassersäcke, die ich von Hand gar nicht mehr rausgedrückt kriege, weil einfach viel zu viel Wasser kommt. Dann lasse ich das Zelt in der Mitte ab. Das heißt, ich lasse einfach alles runter, es hängt wie eine Zisterne, es flutet mir natürlich alles in dem Moment, es bleibt im Zelt nichts mehr trage, weil das Wasser einfach innen rein und rausläuft. Aber immer noch besser, wie wenn mir was kaputt geht. Das geht im Zeltlager, wenn ich dabei bin. Aber natürlich, wenn ich so ein Zelt als dauerhaftes Quartier für eine Gruppe, in dem Fall einen Waldkindergarten, nehme, dann bin ich da nachts nicht, ich bin am Wochenende nicht, ich bin in der Schließzeit nicht. Und da muss ich einfach ein bisschen Vertrauen drauf haben, dass das Zelt stehen bleibt. Aber es kann natürlich auch, wenn dann ein Unwetter kommt, was stärker ist als die Jodde, und diese Unwetter gibt es einfach auch, die stärker sind als die Jodde, da muss ich mit dem ein oder anderen Schaden rechnen. Wie weit man da noch vorbeugen kann und ob die Jodde die richtige Bauform ist, das haben wir dahingestellt. Aber ich glaube, alle Zelte haben diese Schwierigkeit, egal ob Tibi oder Jodde oder was auch immer. Sie haben alle ihre Eigenheiten, und einfach was Wind und Regen und vor allem die Schneelast angeht, kommt so ein Zelt auch an seine Grenze. Ja, summa summarum, es war mir wichtig, dieses Dach hier heute aufzustellen und einfach mal zu gucken, wie es da steht. Und ja, es funktioniert, es ist gut, es steht, es ist repariert. Und es spricht nichts dagegen, dieses Zelt wieder aufzubauen. Jetzt hat der besagte Waldkindergarten natürlich so seine Schwierigkeiten erkannt mit dem Umgang von diesem Zelt. Die haben sich tatsächlich überlegt, ob eine Jodde für sie an ihrem Standort das Richtige ist, eben aus dieser Überlegung raus, wie weit ist der Betreuungsbedarf und der Aufwand, den ich mit so einem Zelt habe. Die sind für sich am Überlegen, ob nicht ein Tibi in Frage käme. Jetzt ist natürlich ein vergleichbar großes Tibi statisch nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil ich habe dann 17, 9 Meter lange Stange,
die alle geschält, geschliffen und aufgestellt werden müssen, wo dann die Zelthaut außen rumkommt. Ich nehme mir dieses Steigregeproblem und Schneelastproblem nehme ich mir raus, aber ich habe durch die Höhe des Tipis habe ich eine viel höhere Windangriffslast. Also so ein Tipi kann es auch einfach mal umschmeißen vom Wind her, wenn ich nicht mit richtig großen Verankerungen im Boot dann noch arbeite. Ja, ich habe euch jetzt viel erzählt. Ich hoffe, es war spannend für euch, einfach mal so diese Geschichte mitzukriegen von einem ganz speziellen Zelt. Habe ich gefreut, dass ihr zugehört habt. Vielleicht habt ihr das ein oder andere so ein bisschen gelernt. Ja, es gibt so ein paar Kniffs, wenn ich eine Jurte mit Gerüst aufstelle und was ich da anders machen kann, wie ich es mit Zeltstange, Schnur und Heringe mache. Ja, vielleicht konntet ihr euch was abgucken, vielleicht habt ihr einfach für eure Projekte, wenn ihr überlegt, euch ein Zelt irgendwo fest hinzustellen, seht ihr mal, mit was für Widerwärtigkeiten man so leben muss. Bis dahin, wenn ihr neugierig seid, stellt uns eure Frage, ansonsten lasst uns einen Daumen hoch da und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, euer Ralf von Jodeland.